So, jetzt noch alles anpassen und dann bin ich sofort für euch fertig. Wenn das Spiel mitmachen würde. Aber das kenne ich ja, das Problem. Einen Moment. So, dann halt noch mal. Dann gucken wir mal. 3, 2, 1. War das nicht die Taste? Moment. Dann war das die Taste. Okay. Moment. Ich resette sofort. Also nochmal, 3, 2, 1, los. Ja, schade. Okay, dann nehme ich halt das Leben. Hätte ich schaffen können, den Cycle, den frühen. Keine schöne Stage, aber egal.
Hui. Irgendwas stimmt nicht an meinen Timern. Muss ich gleich mal fixen. Jetzt war ich unten. Jetzt war ich schon wieder unten. Ein Moment, ich fix das mal kurz. Ich muss sowieso dann. Edit Split. Ich entferne mal alle. Außer die Bestzeit. Ich glaube, die passte, oder? Ein Moment, ich habe etwas falsch gemacht. Hep, 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 hep. Dann lasse ich das mal. Oh, Timeline habe ich vergessen.
So, jetzt passt das. So, das passt. Moment mal kurz noch. Wo bin ich denn? Da. Und weiter geht's. Ja, schade, den Sprung nicht geschafft. Und alles nicht geschafft. Ich weiß ja, welche Zeiten ich ungefähr brauche, um halbwegs gut zu sein. Was denn jetzt los? Jetzt will er gerade gar nicht, ne? Böser Mega Man. Böser Mega Man. Ganz, ganz böse. Aua. 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 Dafür kam ich über den Snapper rüber. War ja sogar ein sehr, sehr netter Timeman. Der hat relativ selten die Zeit verlangsamt. Das will man haben. Eigentlich.
Die Treffer nicht, aber. Ja, genau. Tornado Man, die Stage läuft schon wieder ein bisschen so meh, aber abwarten. Ah, ich weiß, dass man da rüberkommt. Ich habe schon öfters gemacht gehabt. So, auf zur nervigen Stelle. Nein! Einen Moment. Ja, ich würde die gerne updaten. Millimeter zu früh gesprungen. Millimeterchen. Sonst sehr, sehr gut ausgewiesen. Ja, ich muss neu starten, sonst verliere ich so viel Zeit, dass ich die nicht mehr reinholen kann, die ich haben möchte. Okay, das geht nicht. Das war ein Versuch wert. Ich dachte, das würde funktionieren. Schade, geht nicht. Ein Slide auf dem Fließband ist eher suboptimal. Okay. Ja, schade, zweimal daneben gesprungen. Ja, viel zu tief gegräbt. Jetzt bin ich nicht in die Leiter reingekommen.
Ja. Einmal daneben gefeuert und schon hängt man im Graben. Ja. Na. Moin, Schutzo. Ich hab Slide gedrückt. Bisschen Schaden genommen. Ja, jetzt will mich das Spiel verarschen. Hier kommt mal noch ein Leben. Moin Nudelsuppe. Jetzt kommt ihr alle langsam, das freut mich. Oh, das war knapp. Ja, ihr erscheint langsam alle hier. Das freut mich. Nicht getroffen worden. Ich hasse diesen Sprung hier manchmal, ne? Ja, klettert die Leiter hoch. Das Spiel doch. Aua. Ich bin nicht Mr. Tiger. War eine schöne Stage, auch wenn mich Time ein bisschen getrollt hat.
So. Ich hasse es manchmal. Einen kurzen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Schlechtes Menüing, egal. Thank you.
Das ist mir auch schon seltener passiert inzwischen. Das auch schon länger nicht mehr. Jetzt klettert die Leiter noch mal runter. So, Timeman. Ärger mich nicht und wir sind beste Freunde. So, Tornado Mann. Okay. Das klappt nicht. Oder hätte ich es geschafft? Nein, hätte ich nicht. Das geht gar nicht. Schade. Sonst hätte ich vielleicht noch ein Cycle Air kriegen können, wenn das gegangen wäre. Au. Na, klettert die Leiter hoch.
Aua. Diddle. Vier Sekunden. Aber alles möglich, alles möglich. Wenn ich hier die Stage mal schaffen würde. Das ist nämlich meine Hass-Stage und danach geht's eigentlich. Na. Ach, die Sekunden nehme ich jetzt. Die stören mich jetzt nicht. Okay, zu früh losgelassen. Bin Timestopper. Was? Wow, das war ein kurzer Leck. Egal. Einen Run mache ich heute. Einen schaffe ich heute.
Ich kriege wieder viele Leben. Das macht mir Angst. Fast hätte mich der Schuss noch bekommen. Aua. Aua. Puh. Nein, nicht genug gehabt. Wo habe ich denn zu viel verbraucht gehabt? Da. Definitiv. Du solltest nicht starten.
Langsam kriege ich die Krise von Time Man, ne? Und eher von Tornado Man aber. Na. Dann springen nicht. Ist auch in Ordnung. Nur weil ich eine gute Zeit haben möchte und nicht irgendwo 30 Minuten verschwenden möchte. Schutz bringt mir Unglück. Was auch immer das da war mit dem Damage. Dann feuer halt dreimal in die, zweimal dieselbe Höhe. Aua! Aua! Jetzt darf mich der Timer nicht treffen, sonst bin ich tot.
4,5 Sekunden. Hätte ich einmal mehr getroffen, wäre das nicht so gravierend ausgefallen. Ah, schade. Na. Schöne Energie. War schön mit dir. Ah, schade. Na. Hätte ich geschafft, schade. Zu spät gesprungen, ja. Nein, nein, was? Ich hatte damals zumindest kurz andere Musik. Ach ja. Ich muss nur einmal Tornado-Man schön schaffen, dann bin ich glücklich.
Aua. Aua. Aua.5 Sekunden wären das sogar 6,5, egal. Weiter im Text. Ich will jetzt mal Tornado-Mann schaffen. Also nicht ihn selbst, sondern die Stage. Diese Scheiße. Das war knapp. Beinahe da den scheiß Magneten in den Sand gesetzt. Diese Stage hat auch so scheiß Checkpoints. Uhu, ich bin dafür mal über ihn gekommen. Ja, scheiß Bügel nicht getroffen. Oder ist eigentlich getroffen.
wollt zu viel. Alles Exo schuld. Egal, weiter. Na. Hallo Timon. Den letzten Treffer kann ich schneller rausholen. Okay, dann spare ich Zeit. Okay, das ist super. Das wupp, 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 wupp. Bisschen Glück hatte ich jetzt auch. Komm, David, das darfst du jetzt nicht in den Sand setzen. Du bist gerade so gut unterwegs in der Stage. Nein!
Endlich. Der Hammer hätte mich treffen können. So, Snake Man, zeig mir, was du kannst. Nix kannst du. Auf zum Quickie Mann. Zur nächst nervigeren Stage. Okay, ich hatte vergessen, wo ich lang musste. Das passierte mir mal. Egal. Aua. Fuck, hätte ich.
Nein! Das ist. Nein! Wie oft ist mir das schon nicht mehr passiert? Egal. Fast zu früh gesprungen. Mann, Quackman. Du Troll. Scheiß Stage, aber das kann man beim nächsten Mal machen. Auf zum Pharao, Mann. Dann habe ich Shadow Man drin. Den Energietank habe ich nicht genutzt, also kann ich den so lassen, ja. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass die Schlange da hängen blieb. So, Faroman, sei nett, bitte. Egal. Weiter, ich will jetzt eine Zeit haben.
Ich hasse dich. Zwar nicht so sehr wie Starman, aber ich hasse ihn. Shadowman ist auch scheiße. Bin ich da echt gerade? Ich bin doch nicht. Egal. Auf zum Trollmann. Trollololololololol. Gut, dass man hier direkt am Anfang sterben kann, dann habe ich wieder mein Leben. Die brauche ich halt noch.
Hui. Katze, ich habe keine Zeit für dich. Nee, die möchten nur Aufmerksamkeit. Das kenne ich von ihr schon. Sie wird ja geliebt. Nur jetzt gerade nicht. Und jetzt bitte, Starman, träum mich nicht. Guter Samen. Auch wenn die anderen Stages nicht so super liefen. Jetzt kommt noch Splash Woman. Und dann geht's schon zu den Wily Stages. Ach, das gilt eigentlich, Anakin.
Komm schon, Blubberblase, Blubberblase, danke. Den will ich auch haben. Aua. So. Nein! Egal. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Der hat die Leiter halt nicht gepackt gehabt. Aua. Hallo Splash Woman. Das war Splash Woman. Kann nix. Der eine Tod war ein bisschen unschön, aber ansonsten. Ich habe die Story vergessen, ja. Aber beste Musik. Wo ist er denn da? Na. Was steht? Na. Als Vogel. Wo bist du da?
Moin, Pizzides. Auf zu einem langweiligen Boss. Hopp, 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 hopp. Jetzt kommt die Nerve-Stage. Ach was. Komm schon, scheiß Metool. Wo bist du? Ich muss mir angewöhnen, mit dem, dass der Raststätt über L kürzer ist als über R. Das sind noch so kleine Optimierungsarbeiten, die ich habe. Aua. Aua. Jetzt kommt der Tunnel. Na. Du sollst... Hallo, DDD. Oh, Gott sei Dank hast du mich erschreckt, gerade als ich gestorben bin. Moin, Exo. WM-Pastersort. Na, na. Wird's eh nicht. Dafür bin ich so eingerostet.
Vorjahr hat ein wenig ein bisschen länger gedauert. Ja, passiert halt. Ja, ich dachte. Du wirst schon im Chat zum Mod gemacht. Weiß. Und wie läuft der Mega Man X? Was das Meshing angeht, leider schleppend. Nein! Scheiß! Scheiß Metool! Mal ganz guten Meshing, mal total für den Arsch. Das Problem kenne ich. Ich weiß, warum ich die Stage hasse. Läuft allgemein heute nicht so ganz so geil, wa? Du kennst das doch, am Anfang läuft es meistens nicht so gut bei mir. Da wollte mein Sprungknopf nicht. Nee, morgen mach ich weiter mit Mega NX. Na, wie gesagt, das ist halt. Ist massig lernen, Trial and Error, aber. So habe ich kein Problem mit. Es ist doch immer. So, auf zum Blue Devil. Nicht Dark Tier Devil? Nee, Blue Devil. Toll, was können die Mega Man-Leute überhaupt? Gar nichts. Man darf die Konzentration hier bei dem Fight nur nie verlieren. Ja. Der ist so langweilig und lange. In den alten Teilen war er schlimmer. Wie bitte? In den alten Teilen war er schlimmer. Nein. Nein? In den alten Teilen konnte ich ihn wegglitschen. Oder, ja, oder okay. Pause buffern. Ja, okay. Schade. In der Theorie ist nämlich ein Two-Cycle möglich, auch mit Buster. Leider sehr schwer. Aua. Kurz mal im Moment hier nicht aufgepasst und schon habe ich so eine scheiß Kugel an den Kopf gekriegt. Und wann leidest du unter Motion Sickness bei dem Spiel? Nö. Damit habe ich lustigerweise null Probleme. So, auch er ist geschafft. Dann kommt ja meine nächste Lieblingsstage. Warum hat das Spiel so viele Scheiß-Stages eigentlich? Warum spielt Randy das eigentlich, wenn er so viele Scheiß-Stages hat? Ja, warum spielst du das? Weiß nicht, macht Spaß. Na. Zwei, drei, vier. Aua, aua. Wo bist du? Die Kanone mich nicht getroffen, hätte ich den Cycle geschafft. Mano, wieder ein paar Sekunden verschwendet. Dein Leistblitz komplett zurückgesetzt gehabt? Ja, weil der Timer bei ist Tornado Man nicht passte mehr. Ah, okay. Oh, irgendwas habe ich da mal verkehrt gemacht. Keine Ahnung was.
Ich habe nur noch die Ziel, die Endzeit stehen lassen. Komm schon, Hammer, danke. Okay, mache ich es halt so. Egal. Muss halt ohne den Energietank gehen. Ich bin auf wie viel Leben? Null, ne? Ja. Ja. Hol ich mir den anderen doch. Ja, und du Partner, du hast ehrlich gesagt auf Donnerstag, ne? Ja, ich muss umdisponieren. Hättest auch Bescheid sagen können. Habe ich doch. Ja. Ich habe Bescheid gesagt, als der Timer lief. Also der Vorbereitungstimer. Gleich kommen die bösen drei. Ja. Ohne Leben, das heißt, dass ich richtig aufpassen muss. Ja, das schaffst du. Hast du 4 E-Tanks, da soll das funktionieren. Ich muss sehr vorsichtig agieren. Erstmal der leichtere von den dreien. So, jetzt kommt der Böse von den dreien. Punk, meinst du? Ja, Punk ist der Böse, weil er so viel Schaden macht. Lustig ist die Schosse, die er wirft, ne? Sehen aus wie Samusbälle, ich weiß. Das auch, aber das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte eher wie bei Mega Man 9. Mit Dinger, die alles voll machen auf Easy Mode. Du meinst den aus Mega Man 1 auch? Ja, genau. Ja, halt alles wieder auffüllen. Alle Waffen, alle Dings. Du nimmst auch fast jedes Geschoss, springst du mal voll rein, oder? Das Ausweichen von ihm ist halt relativ interessant. Ja. Ich sag ja, das ist der Punk ist der Schlimmere von den dreien. Die anderen gehen eigentlich immer, komischerweise. Ich komme halt mit seinem Schussmuster irgendwie nicht klar vom Punk. Naja, hast du überlebt, alles gut. Alles easy. Ich habe kein Leben, den Energy Tank nehme ich mir mit. Das heißt. Nimm du das Leben noch mit. Oh, ich bin gestorben. Ach so, ja, stimmt, to say, um resetten, ist ja egal.
Dann kann ich das Leben gleich mitnehmen, als Sicherheit. Ja, ja, hast du wieder 5, versteh schon. Alles gut. Wow. Nur das sag ich, ist die gute Idee. Brauchst du auch nicht. Also, dass es sowas einem Anfänger passiert, okay, aber dir? Ja, mir passiert sowas auch mal. Du als alter Megaman-Veteran nur, also nee, das ist ja hier. Man muss einfach mal immer mit Humor sehen. Ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen eingerostet. Das ist ja der Bewerbungsstand, der drin, der war stets bemüht. So, welcher war der erste? Oh, gleich Quickie-Mann. Boah, hab ich den gehasst, den Riley's Revenge. Alter, Alter, auf dem Gameboy hab ich ihn verflucht. Hier ist er auch nicht besser. Wenn er einen Tod sehen möchte, tötet er dich. Ja, mach das auch. Natürlich, das schon. Und Snake-Man, der kann gar nichts. Außer über meinen Schuss rüberspringen anscheinend. Zweimal! Ich wollte gerade sagen, warum benutzt du nicht Dings? Weil ich Buster Only mache. Ja, ja, das habe ich dann auch gerade nicht später gelesen. Der Kampf hat sich jetzt ein bisschen gezogen gehabt. Nur ein bisschen. Oh, Schattenmann. Ganz sehr lustig, dass damals in der Serie die Namen trotzdem ähnlich ausgesprochen wurden. Alter, hat der Flummi verschluckt oder was? Wer? Hello, man. Wie wenig verschluckt er was? Was meinst du? Ein Flummi. Bion, 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 bion. Ja. Flash Woman. Aua. Nee, der beschissene Stage in Mega Man 9. Und der leichteste Boss hier im Spiel. Und jetzt kommt Trollo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 l
Ja, aber alle anderen regulären Bosse, die tust du ja so wegballern. Ja, alle Bosse tue ich so wegballern, ja. Ja. Es geht ja nur darum halt, ob das als Boss gilt halt oder nicht. Naja, Speedrunner sind anscheinend doch wie Politiker, nur anders. Würde ich nicht mal sagen, aber das halt die Kategorien wirklich festzulegen, das ist halt immer so eine Sache. Ja, das erfordert manchmal sehr viel Geduld, weil der eine interpretiert es so, der nächste so. Ist dann halt immer Ansichtssache und dann fangen halt die Diskussionen an. Gut, dass Wiley nichts kann. Nichts drauf außer Zahnbelag. Manchmal brauche ich immer einen Energy Tank, manchmal nicht. Ist ja je nachdem, wie er die Balls wirft. Ja, diese kleinen weißen Kügelchen halt. Ne. Beziehungsweise ich kann auch unter die 54, 48 kommen, wenn Wiley Next mir ein gutes Pattern gibt. Ja, gut. Weißt du, Boss und gute Patterns. Das ist immer so eine Sache. Aua. Wow, diese Lava tropft man überhaupt nicht über die Feeder. Nein. Die machen gut Schaden, ein Drittel circa. Übel. Nee, schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Dafür ist es zu wenig Zeit. Weil ich muss ja noch erstmal zum Kampf hinkommen. Und es dauert erstmal eine Weile. Alarm! Ja, Tower da hoch, ne? Alarm! Genau! Und ich muss erstmal die Cutscene überstehen. Ja. Ja, ich hatte halt viele Sachen drin, die nicht sein mussten, viele Tode. Aber ich wollte jetzt endlich mal eine Zeit haben, nachdem ich Tornado Man Stage gut geschafft hatte. Weil da hänge ich ja gerne mal. Ja, mit den scheiß Magnetpolen da. Ja, das ist... Deshalb werde ich auch niemals... Wo kommen die sonst vor, diese Magnetpole? Ich weiß es gerade nicht, in welchem Mega Man die waren. Oh Gott. Im Dreier war es nicht. Nee. Da müsste auch bei Tornado Man gewesen sein. Die müssen Tornado Man in. Ich weiß jetzt ja. Nur nicht genau, aus welchem Tornado Man war. Ich mein Tornado Man war 9. 9? Warte, ich guck kurz. Tornado Man müsste 9 sein. Moment, haben wir. Ja, 9. Ich weiß doch, einiges weiß ich doch noch. Guck dir diese rote Zahl an. Ich bin gerade mal beim Tower angekommen mit plus 50 Sekunden. Und jetzt komm, Weile, gib mir gute Patterns. Nein, das ist schlechtes Pattern. Super. Das ist noch schlechteres Pattern. Du kannst doch nichts, Wiley. Zieh's nicht in die Länge. Ja, da sind die Robot Master Files teilweise echt schlimmer als. Der einzige schlimme Robot Master ist halt Starman, weil er da halt auch so ein scheiß random Pattern hat. Ja, klar, aber ansonsten die letzten Bosse sind in der Regel fast irgendwie immer lächerlich. Also nicht jeden Mega Man. Ein Schuss noch, ey. Wenigstens meine Zeit geschafft. Yeah. Oh, eine Stunde, immerhin. So nice. Ja, ich will halt unter die 50 Minuten. Ist möglich, das weiß ich. Warst du schon auf 47 ohne, oder? 49. Aber die Zeit hat er irgendwie nicht genommen gehabt. Ich habe die hier nicht gespeichert drin, von daher. Ja, klar.
Besonders jetzt in der Stage, wo diese drei Deppen auftauchen, kann ich auch noch mal knapp mit einem Gamble von 50% noch mal knapp eine halbe Minute sparen, wenn ich den eingehen würde. Aber das ist mir halt persönlich zu risikoreich, weil wenn er nicht klappt, muss ich halt die ganze Weile Stages noch mal machen. Na, das ist natürlich auch beschissen. Und das ist die dritte Stage von den dreien, also von den fünf. Ne? Oh. Ist halt bescheiden dann, wenn man die Wily Stages dann nochmal machen dürfte. Außerdem müsste ich dann ein Sicherheitssafe machen. Und den möchte ich halt nicht machen. Das kostet auch wieder Zeit. Ja, das war zwar ein relativ kurzer Stream, also wann habe ich angefangen? Keine Ahnung. Wann habe ich dir geschrieben gehabt, das erste Mal? Moment. Um 7:30. Na, 19 Uhr habe ich effektiv Ja, dann. Oder? Ja, bist du ungefähr 2 Stunden live jetzt. Ja, 19 Uhr habe ich ungefähr richtig angefangen. Ja. Also richtig live bin ich 2,5 Stunden, aber richtig angefangen um 19 Uhr. Und ein Run durchgekriegt. Okay, die meiste Zeit hing es mal wieder an. Scheiß Tornado Man. Hin und wieder mal an Time Man. Aber, also nicht am Boss selbst. Die Bosse. Und wie sieht's bei dir mit Boomer Kuvenga aus? Geht's inzwischen oder? Oh, ja, der Tower halt, ne? Der scheiß Tower. Der Tower ist eigentlich recht angenehm, finde ich persönlich. Also nicht, wenn man speedrunnen möchte, sondern halt. Ja, ja, an sich ist der sehr angenehm, aber. Nee. Ja, und dann mal hoffen, dass wir, dass irgendwann demnächst Bloodstained rauskommt, dass ich ein neues Projekt kriege. Bloodstained? Was war denn das? Das zeige ich euch. Ja, das kann ich euch kurz zeigen. Das muss ich dann nur einbinden. Ist das schon draußen oder nicht? Nee. Bloodstained ist das Zusatzding draußen, das kleinere von beiden. Ich habe ja die Demo hier. Jetzt verwirrst du mich. Bloodstained ist doch draußen. Nee, das ist das Stretch Goal, das kleinere Stretch Goal. Na, öffnest du dich? Ja, ich lasse es zu. So, dann nur noch einbinden. Und gleich noch an der Lautstärke rumspielen. Jetzt hat das zweimal offen. Einen Moment. So. Nimmt er das? Ich hoffe, er nimmt das als Spielaufnahme. Ja, ich weiß, ich muss noch den Übergang machen. So, ich entschuldige mich für alle, die jetzt gerade kaputte Ohren bekommen haben. Demo-Version. Ja, das ist die erste Demo gewesen, die rausgekommen ist von dem Spiel. Ah ja. Geht auch nicht sehr lang, leider. Das ist circa 20 Minuten, das kann ich kurz noch zeigen. Am Ende des Monats ungefähr kommt die zweite Demo raus. Ah, okay, nee, das meinte ich nicht. Gab noch ein anderes. Letztens auch gezockt, wo du 3 Charaktere hast, wo du instant switchen kannst. Ja, das ist das, wie gesagt, das ist das kleinere von beiden. Ach so, okay. Das sieht gut aus. Ups. Hä? Ja, es sieht richtig, haben sie inzwischen natürlich noch mehr polished, aber halt, ne? Ja, ja. Ja, ich weiß, ich kenne das Tutorial. Ich weiß, wie es geht. Das sieht gut aus.
Ich hab halt so richtig Bock darauf, das zu spielen. Was schreibt der Chat? Ich kann ihn gerade nicht lesen. Das Quickscoping geht dann bestimmt nicht. Nochmal da. Quickscope? Ja. Natürlich ist es Castlevania durch und durch, deswegen. Eigentlich möchte ich so schnell wie möglich zum Boss, um den dir zu zeigen, aber ich möchte halt auch alles mitnehmen in der Demo immer. Das sieht echt gut aus. Ja. Die haben beim Kickstarter, wollten sie 500.000 Dollar haben und haben, glaube ich, 5,5 Millionen eingenommen. Ja, läuft. Finde ich auch. Das ist Ukrainia. Wow, wie gesagt. Wie war nochmal die Map? Gibt keine. Doch, es gibt eine Map. Ich weiß nur gerade den Knopf nicht dafür. So viele Tasten hast du auch nicht so fettlich. Echt? Das sagst du. Ach ja, das war ja mit den Tasten noch dazu. Das war ja. Du musst es ja mit den hier. Guck mal, hallo. Ich kann winken. Naja, lass mich alle in Ruhe, ich möchte nur zum Boss. Ja, so manche Gegner erinnern überhaupt nicht an Castlevania. Nein. Übertrieben lange Level-Animation. Es ist typisch Castlevania. Es steht nur nicht Castlevania drauf. Ja, richtig. Ist das nicht Shipvania? Nein. Also ich spiele zwar im Ship, aber ich shippe auch niemanden. Von daher kann es nicht Shipvania sein. Die typischen Zombie-Gegner halt, diese Mortis. Manche ein wenig weniger verkauft sich. Das sind mit Dino-Kräften und den ganzen Quarz. Keine Ahnung, ob sie das verkaufen würde. Da fragst du eine falsche Person. Nein, du sollst nicht runter. Aua. Aua. Würdest du das zurückgeben auf Steam? Wow. Da sieht man kurz den Boss. Ja, sieht auch nice aus. Warte mal ab, bis du ihn richtig siehst. Ja. Ist deine Traumfrau, sage ich dir jetzt schon. Nein. Auf zum Boss, yay! Ist doch wunderschön, oder nicht? Nein. Überhaupt nicht gut, dieser. Grafik-Ziege packen.
La 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 la. Also nun schon mal, ne? Ja, ich habe jetzt halt nicht gelevelt oder sowas halt, ne? Tada! Und das war die Demo. Das ist doch ganz nett. Ja, wie gesagt, Ende des Monats kommt die neue raus. Ich weiß nicht, ob ich die auch bekomme. Abwarten, ansonsten suche ich sie mir. Ja. Und dann werde ich mich mal, keine Ahnung, die Tage wieder melden mit dem Stream. Abwarten wann. Also wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.